Was kann Hybrid Beauty? Dieser Frage möchte ich heute nachgehen und dabei gleich zwei besondere Marken mit euch genauer unter die Lupe nehmen. Zum einen ist das Aborian, da habe ich einmal hier zum Beispiel diesen Primer, aber auch einmal eine BB-Cream. Zum anderen geht es auch um die Marke Shiseido, da habe ich einmal hier einen ganz besonderen Blush, auch den testen wir gemeinsam aus und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hybrid Beauty läuft mir als Begriff immer öfter über den Weg und ich habe mich immer gefragt, was ist das eigentlich genau? Und darum habe ich mich jetzt einmal ein bisschen belesen. Meine Quellen verlinke ich euch auch gerne in der Infobox unten, also schaut da gerne vorbei. Und ich habe mich hier ein paar Notizen gemacht, damit ich euch jetzt keinen Blödsinn erzähle, denn es ist doch sogar relativ umfangreich, dieses Thema, aber wirklich sehr spannend. Ich persönlich kannte Hybrid als Begriff bis dato auch nur aus der Autoindustrie. Dort werden nämlich zwei Technologien zusammengeführt und es entstehen Autos, die sowohl einen Benzinmotor als auch einen Elektromotor haben. Und jetzt hatte ich überlegt, wie funktioniert das in der Beauty-Welt? Hybrid Beauty ist sogar mehr als wie die Kombination zweier verschiedener Technologien. Letztendlich entstehen Produkte mit magischen Texturen oder Fünffachwirkung. Man spricht von sogenannter Multifunktionskosmetik. Und ich habe hier einen Satz gefunden, den möchte ich euch gerne einmal eins zu eins vorlesen, denn er trifft es genau, was Multifunktionskosmetik eigentlich genau ist oder macht. Jedes einzelne Element für sich bietet schon eine Lösung, die eine Wirkung erzielt. Durch die Kombination der Elemente können sogar neue, erwünschte Eigenschaften entstehen. Und warum macht man das Ganze? Letztendlich werden durch neue Texturen der Spaß gefördert, Spaß, die Produkte anzuwenden, weil es einfach ein anderes Gefühl ist zum Beispiel. Außerdem werden Ressourcen eingespart und der größte Vorteil ist die Verbindung von Skincare und Make-up. Einer der Vorreiter und Meister, was Hybrid Beauty betrifft, ist die Marke Aborian. Diese Marke habe ich zum ersten Mal bei der lieben Anne gesehen. Ich grüße dich ganz lieb, Anne. Sie hat auch einen YouTube-Kanal und hat die Produkte von denen auch schon mehrfach verwendet. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Und durch sie habe ich auch die Marke zum ersten Mal gesehen und sie hat mich echt neugierig gemacht. Aborian selbst ist eigentlich als Marke auch schon ein Hybrid, denn die beiden Gründerinnen kommen aus Frankreich und Korea. Und die beiden Gründerinnen dachten sich einfach, dass sie innovative Erkenntnisse europäischer Naturwissenschaften mit dem traditionellen Wissen aus Korea verbinden. Und somit entstanden ein paar Produkte, die ich euch oder zumindest zum Teil jetzt auch gerne vorstellen möchte. Und starten tue ich jetzt einmal mit diesem Primer. Ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox und ich finde hier die Verpackung allein schon ganz süß, denn hier unten sind so ein paar Blätter abgebildet und sogar ein paar Schmetterlinge. Dieses Produkt kombiniert alle Vorteile eines Primers mit einer intensiven Hautpflege für ein perfektioniertes und strahlendes Hautbild. Hier ist die sogenannte Götterfrucht mit drin, die sofort und langanhaltende Feuchtigkeit spenden soll. Außerdem soll das Produkt sichtbar die Poren minimieren, die Haut glätten und verfeinern und das Make-up soll natürlich auch noch länger halten. Er hat eine spitz zulaufende Öffnung, das ist eigentlich ganz praktisch. Und er soll eine rosa Färbung haben, die aber für alle Hauttöne geeignet ist. Ja, es ist so ganz leicht rosa. Es ist eine relativ feste Konsistenz, wie eine Creme, würde ich sagen. Und es riecht auch cremig. Es erinnert mich ein bisschen an Nivea Creme. Okay, mal gucken, wie weit ich jetzt mit dieser Menge komme. Ich fange mal in der Mitte des Gesichtes an und verteile mir das dann überall. Der Auftrag fühlte sich sehr angenehm an. Man spürt sofort die Pflege. Es ist sehr angenehm, verträglich. Der Geruch ist richtig schön. Es ist so ein leicht pudrig, cremiger Geruch. Nicht so intensiv, also wirklich sehr angenehm. Ich schaue jetzt mal in meinen Handspiegel, ob ich irgendeine Veränderung sehe. Aber ich muss ehrlich sagen, so jetzt einen großen Unterschied sehe ich nicht zu vorher. Ja, meine Haut strahlt ordentlich. Das wird durch die fettende Anteile durch die Lipide in diesem Produkt mit sein. Die Poren,
Ja, ich würde schon sagen, sie sind so ein bisschen gefüllt und nicht mehr ganz so präsent, aber sonst sehe ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Mal schauen, letztendlich soll der ja auch das Make-up länger haltbar machen. Wir werden zwar heute eine BB-Cream verwenden, aber auch die darf ja gerne länger halten. Bevor wir aber mit der BB-Cream weitermachen, möchte ich gerne noch ein bisschen meine Rötungen ausgleichen. Und da habe ich jetzt einmal dieses Produkt hier. Das ist der CC Red Correct. Und da habe ich mir auch ein paar Notizen zugemacht, denn es ist eine neue Generation farbgebender, das Licht reflektierender Hightech-Leuchtkraftpigmente mit grünen Pigmenten, um Rötungen verschwinden zu lassen. Und gleichzeitig hat er noch einen Lichtschutzfaktor von 25. Und für so ein Color Correcting Produkt, so einen hohen Lichtschutzfaktor, finde ich nicht schlecht. Ich bin gespannt, was der jetzt kann. Ich werde ihn, denke ich, vorrangig hier so ein bisschen auftragen an meinen Wangen, wo ich eben ein bisschen Rötungen habe. Ich habe jetzt nicht extreme Rötungen in meinem Gesicht, wobei das auch schwanken kann. Aber so ein bisschen wollte ich mal austesten, wie das Produkt funktioniert. Und ich nehme jetzt einfach mal hier auch ein klein bisschen was auf meinen Finger. Und da sieht man, es hat wirklich so eine grünliche Färbung. Und wer sich so ein bisschen mit Farbenlehre auskennt, der weiß, dass eben Grün gut Rötungen kaschiert und abdeckt. Und ich würde sagen, das funktioniert. Es ist leicht, was die Deckkraft so betrifft von den Rötungen. Ich habe jetzt aber auch wirklich nur ein ganz wenig Produkt genommen. Doch, ein bisschen nehme ich schon wahr. Ich werde es mal noch auf der anderen Seite machen. Und ich werde heute auch hauptsächlich mit den Fingern arbeiten, weil eine BB-Cream oder so trage ich grundsätzlich nicht mit einem Pinsel oder so auf. Und dann dachte ich mir, kann ich auch die anderen Produkte einfach mal mit dem Finger auftragen und einarbeiten. Man sieht doch einen guten Unterschied jetzt hier, ne? Also ich habe jetzt hier auf der Seite ein klein wenig mehr Produkt genommen und es ist irgendwie aufgehellt und die Rötungen sind deutlich minimiert. Also das macht einen guten Job und vom Geruch her riecht es auch so cremig irgendwie. Also entweder es ist noch der Geruch von dem Primer, den ich wahrnehme. Dann hat dieses hier keinen Geruch. Ich muss nochmal schauen, vielleicht gebe ich mir etwas hier auf den Handrücken. Doch, das riecht auch leicht cremig. Keine Ahnung. Ich nehme das hier mal weg und trage mir das hier noch mit auf. Und dann schauen wir uns die BB-Cream an. Das ist sie einmal, die BB-Cream. Auch hier finde ich das Packaging ganz süß. Da gibt es zwei verschiedene Größen. Ich habe hier die kleinere Variante zum Ausprobieren mir bestellt mit 15 Milliliter. Es gibt zwei Farbvarianten. Einmal Claire, das ist die hellere, die habe ich ausgewählt. Und dann gibt es noch eine etwas dunklere. Sie haben da jetzt nicht die riesen Farbrange. Vielleicht ändern sie das irgendwann mal noch. Aber ich dachte mir, so für meinen Hauttypen dürfte die hellere Variante tatsächlich besser passen. Das ist dann einmal die Tube und das ist ein 5-in-1 Produkt. Diese BB-Cream soll so viele gute Eigenschaften haben, dass ich da auch nochmal auf meinen Spicker schauen muss. Sie soll den Hautton ausgleichen und Hautunreinheiten abdecken. Sie soll auch Feuchtigkeit spenden und die Haut nähren. Außerdem sorgt sie für einen Babyhauteffekt und ein seidiges Gefühl. Samtig, ultraweich und makellos. Außerdem schützt sie vor UV-Strahlen mit einem Lichtschutzfaktor von 20. Sie ist revitalisierend und regeneriert die Haut, wirkt 12 Stunden und hat eine federleichte Textur. Das werden wir uns jetzt einfach mal anschauen. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir schrauben das jetzt auch einfach mal auf und das hat eine gleiche Öffnung oder die gleiche Öffnung wie auch der Primer. Und ich gebe jetzt erstmal hier etwas auf meinen Handrücken, glaube ich doch. Ja. Ich glaube, vom Farbton passt das ziemlich gut. Ich werde es jetzt mal hier verteilen. Es fühlt sich fester an als gedacht, wie eine festere Creme, würde ich fast sagen. Und macht schon einen Unterschied. Macht ein bisschen Glow und ich würde sagen, das sieht ziemlich gleichmäßig, also ausgeglichen aus. Wenn das jetzt auch so gut im Gesicht funktioniert, dann bin ich happy. So, und auch hier taste ich mich jetzt ein bisschen ran. Ich nehme jetzt erstmal diese Menge hier und man sieht auch, es läuft nichts oder so. Es ist wirklich relativ fest. Riecht auch einfach nur leicht nach Creme, sehr angenehm. Und das fange ich jetzt an, von der Mitte aus in meinem Gesicht zu verteilen.
Okay, das war noch deutlich zu wenig Produkt, glaube ich. Aber man sieht, glaube ich, auch schon einen Effekt, oder? Was sagt ihr? Jetzt nehme ich noch mal etwas nach. Ich glaube, das war von der Menge ausreichend. Ich finde, mein Gesicht sieht jetzt schon ebenmäßiger aus. Mit dem Farbton bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, für den Winter geht das klar. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich für die Sommermonate vielleicht doch auch die dunklere Variante besser nutzen sollte. Aber das werde ich ausprobieren. Ich mache jetzt erst mal die Tube leer, glaube ich. In jedem Fall ist es ausgeglichen. Es hat eine leichte Deckkraft. So ein ganz klein wenig sehe ich hier ja noch so Unebenheiten, so leichte Rötungen durch, aber nicht schlimm. Also ich fühle mich so schon absolut wohl. Hier meine Unreinheiten am Kinn wurden bis auf die Stelle auch ganz gut abgedeckt. Und es fühlt sich einfach sehr angenehm an. Also überhaupt nicht austrocknend oder trocken. Es ist relativ viel Glanz jetzt im Gesicht. Das würde ich einfach mit einem Puder jetzt noch ausbalancieren. Und so muss ich aber sagen, fühle ich mich wirklich wohl. Und das ist so eine perfekte Grundlage für mich, um dann zur Arbeit zu gehen zum Beispiel. Da brauche ich nicht mehr. Und doch, ich finde das ziemlich gut. Und dann noch mit den zusätzlichen Eigenschaften wie dem Lichtschutzfaktor. Gut, der ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber doch. Würde mir jetzt so für die Arbeit auf alle Fälle zumindest ausreichen. Was sollte sie machen? Sie soll den Hautton ausgleichen. Das hat sie. Es sieht ebenmäßiger aus. Hautunreinheiten abdecken. Also so kleine schafft sie auf alle Fälle. Feuchtigkeit spenden und die Haut nähren. Es fühlt sich so zumindest an. Ob es jetzt letztendlich wirklich so ist, kann nur ein Dermatologe sagen. Einen Babyhauteffekt soll es geben. Ja, es fühlt sich gut an. Babyhaut würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber vielleicht muss man da einfach das Produkt auch über einen längeren Zeitraum verwenden. Und 12 Stunden soll es wirken. Da kann ich euch ja mal ein Update dann später noch geben, ob das wirklich so lange anhält. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einmal weiter mit einem Concealer. Je länger ich mich gerade betrachte, desto mehr finde ich, geht der Farbton auf alle Fälle klar. Wir schauen uns mal an, wie das nachher ausschaut, wenn ich den Concealer aufgetragen habe. Auch der ist von Erborian, der Touch Pen, auch im Farbton Clair. Auch da gibt es zwei Farbvarianten. Claire und Doré heißt, glaube ich, die dunklere Variante. Und der soll auch ganz viele Dinge können. Ich finde das Packaging irgendwie ganz besonders. Wir haben hier einen sehr hochwertigen Stift. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier mit diesem Puffelding klarkommen werde. Wir werden sehen. Und hier hinten ist etwas zum Drücken, damit dann Produkt hier vorne reinkommt. Dieser Touch Pen Clair soll Augenringe abdecken, Unregelmäßigkeiten sowie sichtbare Zeichen der Hautalterung und Müdigkeit problemlos abdecken und kann auch zu jeder Zeit als Touch-Up genutzt werden. Er enthält Chiagras und dieser hochwirksame Aktivstoff spendet intensive Feuchtigkeit, beruhigt die Haut und wirkt gegen erste Anzeichen der Hautalterung. Außerdem ist das Produkt nicht komedogen. Und jetzt habe ich ganz vergessen, hier zu drücken. Und gucken, wenn man so ein Produkt zum ersten Mal verwendet, dauert das ja in der Regel immer ein bisschen, bis dann mal was ankommt. Ja, jetzt kommt hier etwas Produkt an. Ich werde es erstmal auch hier. Oh, das ist ja doch schon recht viel, was da angekommen ist. Ja, könnte auch gut passen. Ich tupfe das jetzt hier mal mit dem Finger etwas. Und ich glaube, der hat wirklich eine ganz gute Deckkraft. Es scheint, als wenn der auch etwas heller ist als die BB-Cream, was natürlich dann auch schön ist, weil wir gleichzeitig quasi noch so ein bisschen bestimmte Teile aufhellen können. Und ich setze mir das jetzt einfach mal hier so ein bisschen hin, wo ich das hinhaben möchte. Auch hier ein bisschen auf die Unreinheiten, etwas hier die Nase hoch und die Stirn. Und dann werde ich das einfach auch mal mit dem Finger eintupfen. Also er lässt sich auf alle Fälle gut mit den Händen und den Fingern einarbeiten. Und ich finde auch, dass der eine gute Deckkraft hat. Also die Deckkraft gefällt mir sehr. Es ist nicht zu deckend, aber auch nicht zu lasch. Gefällt mir gut.
Der trocknet relativ schnell an. Also ich glaube, man muss zügig arbeiten oder dann doch auch partieweise vorgehen. Also gerade hier unter den Augen bin ich echt beeindruckt, weil ich habe da nun mal schon so erste Zeichen der Hautalterung und er kriecht jetzt hier überhaupt nicht in die Fältchen. Ich habe hier neben dem Mund noch so ein blaues Äderchen, was immer durchschimmert. Das werde ich jetzt auch mal noch versuchen abzudecken. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie mal neu gedrückt gehabt oder so. Das ist alles noch das, was vom ersten Mal drücken da in dem Puffer vorne drin ist. Ja, also ganz leicht sehe ich dieses Äderchen noch durchschimmern, aber nicht doll. Das würde mir so auch total ausreichen. Ich finde das Ergebnis sehr schön. Ich würde jetzt aber dennoch auch das Ganze einmal setten, den Concealer speziell auch unter den Augen setten. Und da greife ich jetzt zur Marke Hourglass. Von Hourglass habe ich jetzt einmal diese Palette hier. Das ist die Ambient Lightning Edit Sculpture Palette mit verschiedenen Produkten von Puder über Highlighter, Bronzer und Blush. Wir werden verschiedene Dinge hieraus auch heute verwenden, denn ich denke, das passt einfach sehr gut zu diesem Video. Denn Hourglass versucht auch mehrere positive Eigenschaften zu kombinieren. So haben sie hier eine Technologie mit drin, wo einfach die Produkte das Licht auf eine besondere Art reflektieren, sodass die Haut von innen heraus strahlt und zeitgleich sollen auch noch Poren minimiert werden, Fältchen kaschiert werden und ja, das testen wir jetzt auch einfach nochmal aus. Ich nehme heute ein Pinselset von BH Cosmetics, auch das verlinke ich euch einmal in der Infobox und ich gehe jetzt einmal hier in diesen ganz hellen Puder hinein und setz mir das einmal hier direkt unter die Augen hin, wo ich gerade den Concealer aufgetragen habe und sette somit einmal den Concealer. Und man sieht jetzt nicht wirklich viel, aber das Produkt macht wirklich, dass der Concealer sich dann nicht irgendwohin verkriecht, dass der an Ort und Stelle bleibt. Und ich habe schon auch den Eindruck, dass das einfach da nochmal ein bisschen aufgehellt wird, wahrscheinlich durch diese optische Täuschung, dass das Licht nochmal reflektiert wird und dadurch werden einfach Augenschatten auch nochmal ein bisschen minimiert. Das gefällt mir einfach ziemlich gut bei diesem Produkt und deswegen nutze ich das auch wirklich sehr gerne. Und wenn ich das jetzt einmal gesettet habe, werde ich auch direkt einmal Bronzer auftragen mit dem gleichen Pinsel gleich wahrscheinlich, weil der ist so schön klein. Die Pans sind hier in dieser Palette nämlich nicht wirklich groß. Und jetzt gehe ich wirklich mit dem gleichen Pinsel in den Bronzer rein und werde ein bisschen mein Gesicht ja konturieren und aufwärmen. Setze mir das hier in diesen Punkt hin, so in etwa auf Beginn des Ohres und Richtung Mund und dann verblende ich mir das mit kreisenden Bewegungen. Ich gehe auch hier oben an meine Stirn und ich finde, ein Gesicht bekommt dadurch einfach ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Kontur. Man kann theoretisch sein Gesicht auch richtig modellieren, wenn man zum Beispiel sagt, man hat ein rundes Gesicht und man möchte es gerne mehr definiert haben, dass es etwas schmaler ausschaut. Das bekommt man alles mit Kontur oder Bronzer einfach hin. Es erfordert vielleicht manchmal ein bisschen Übung, wie man das aufträgt, welches Produkt man nimmt, ob man einen eher wärmeren Ton oder einen eher kühleren auch verwendet. Ich bin da eigentlich immer recht flexibel, was das Produkt als solches betrifft. Mal greife ich zu der einen Marke, mal zu der anderen. Dieses hier lässt sich in jedem Fall sehr schön verblenden. Es sieht immer erstmal ziemlich heftig aus, wenn man das so aufpunktet, aber es lässt sich wirklich sehr gut verblenden und es ist auch nicht zu intensiv, sondern man kann schön aufbauen. Und das gefällt mir einfach sehr. Ich habe mir jetzt auch meine Augenbrauen gleich mitgemacht und jetzt kommen wir zum Blush und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, denn es ist einer mit einer ganz besonderen Textur. Es ist ein Blush von Shiseido, der Minimalist Whipped Powder Blush im Farbton 08 Kokai. Und ich erzähle euch auch gleich noch etwas mehr zu diesem Produkt. Ich finde, vom Packaging ist es wirklich auch was Besonderes. Es ist ein Glastiegel und ihr seht hier schon die Farbe. Das sieht jetzt schon mal irgendwie erstmal sehr grell und pink aus. Shiseido selbst empfiehlt, diesen Blush mit den Fingern aufzutragen und das werde ich auch so machen. Aber so vom Packaging finde ich schon mal mega. Das Produkt selbst ist hier nochmal mit einer Schutzkappe geschützt und
wenn man die abnimmt, sieht das Ganze so aus. Irgendwie, ja, nass, gelig. Das Besondere bei dem Produkt ist, dass sich diese Konsistenz umwandelt in eine pudrige Textur, die aber noch einen schönen Schimmer haben soll. Ich habe jetzt hier mal was von der Schutzkappe abgenommen und jetzt werden wir das mal hier auftupfen. Das sieht erstmal sehr extrem aus, oder? Jetzt tupfe ich das hier mal ein. Ich glaube, ich muss gleich etwas weniger nehmen, sonst bin ich deutlich überblushed oder overblushed. Ja, es verwandelt sich gerade langsam. Es wird wirklich pudrig. Sehr interessant. Es fühlt sich total seidig an, so ein bisschen silikonig. Die Farbe nimmt sich hier noch deutlich zurück, aber ich muss den Umkreis etwas vergrößern, damit es nicht zu intensiv ist. Aber es ist ein sehr schöner Farbton. Ich kann mir den sehr gut auf meinen Wangen vorstellen. Und es fühlt sich jetzt total trocken, samtig, ja, schön von der Textur an. Hier mal schauen, Sie schreiben in jedem Fall, es ist erst eine schimmernde, feuchte Farbe in Form einer aufgeschlagenen Mousse und durch Air-Fusion-Technologie wird es zu einem seidigen Puder mit natürlichem Finish. Ergebnis cremiger Glanz mit langem Halt. So, ein bisschen Respekt habe ich ja davor. Ich dippe jetzt nur ganz vorsichtig einmal hier rein und tupfe mir das mal hier auf. Ich mache das extra mit einem kleinen Finger, damit ich nicht zu viel Druck habe. Aber die Farbe gefällt mir richtig gut. Die Farbe finde ich voll schön. Und der lässt sich wirklich super auf die Haut einarbeiten. Ich glaube, durch die Körperwärme schmiegt sich das Produkt einfach so richtig schön an die Haut an. Und verbindet sich. Ich finde das Ergebnis total toll. Es sieht gleichmäßig aus. Der Farbton gefällt mir. Aber ich glaube, man muss wirklich vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Produkt nimmt. Also das Ergebnis und den Auftrag mag ich total. Das ist wirklich faszinierend, wie der sich auftragen lässt und wie der diese Textur so verändert, wie sich das anschmiegt und mit der Haut verbindet. Das ist wirklich einmalig und macht einfach besonders viel Spaß. Und ich glaube, das ist so auch mit eines der Hauptmerkmale von Hybrid Beauty, worauf sie eigentlich hinaus wollen, dass es nochmal besondere Texturen gibt. Und ja, ich bin total happy. Leider ist dieser Blush mega teuer. Ich glaube, wenn ich mir noch andere Farben kaufe, dann werde ich da abwarten bis zum Black Friday oder so. Aber ich bin froh, dass ich jetzt dieses Schätzchen hier habe und werde den ganz definitiv ganz oft zum Einsatz bringen, weil der mir wirklich sehr gut gefällt. Ich werde jetzt mal noch ein klein wenig Farbe auf die Augenlider zaubern und dazu nehme ich einmal hier nochmal die Hourglass-Palette. Da habe ich hier so einen schönen Fliederton drin. Und da gehe ich jetzt einfach mit einem Blendepinsel, glaube ich, rein. Genau. Ich nehme hier einmal den Blendepinsel, hat eine Nummer. Ich glaube, hier stehen gar keine Nummern mehr drauf. Ich weiß nicht, ob sie sich schon abgenutzt haben. Und gehe jetzt da einfach mal rein und versuche mal noch ein klein wenig, nicht viel Farbe auf die Augenlider zu bringen. Ich will es wirklich ganz natürlich lassen und ich setze mir das jetzt einfach hier so ein bisschen hin, blende mir das ein bisschen oberhalb der Lidfalte auf das Augenlid ein. Ziehe mir das auch hier so ein bisschen nach außen. Ich gehe jetzt einmal mit meinem kleinen Finger hier in den Highlighter hinein und setze mir das noch aufs bewegliche Lid, um da ein bisschen einen Schimmer mit drauf zu bekommen, so ein bisschen Bewegung aufs Auge zu bekommen, aber ich mache wirklich sonst nichts weiter. Ich werde mir gleich noch die Wimpern tuschen und ich glaube, vorher sette ich nochmal mit dem Finishing Powder aus der Palette mein restliches Gesicht und dann habe ich noch ein Lippenprodukt für euch. Ich gehe jetzt einfach hier in das helle Finishing Powder hinein mit so einem Blushpinsel aus dem Set. Und gehe da einfach so ein bisschen über mein Gesicht, über die Stirn und die Wangen und sette da quasi einfach nochmal ein bisschen die BB-Cream
Aber nicht doll. Das ist wirklich ein ganz leichtes Puder. Es tut auch nicht mattieren oder so, sondern einfach nur alles ein bisschen an Ort und Stelle halten. Und gleichzeitig hat es aber auch noch mal so ein bisschen lichtreflektierende Eigenschaften, was das ganze Make-up halt auch noch mal ein bisschen aufwertet, weil es ein bisschen ebenmäßiger wird zum Beispiel. Und wenn ich das habe, mache ich auch gleich noch mal ein bisschen Highlighter auf die Wangen, glaube ich, aber auch nicht viel. Da gehe ich jetzt einfach hier mit einem ganz großen Blendepinsel rein und setze mir das dann hier auf meinen höchsten Punkt. Setze mir auch ein kleines bisschen hier noch beim Augenbrauenbogen hin und in den inneren Augenwinkel und natürlich noch im Lippenherz. Mascara habe ich auch gleich mit aufgetragen und ich habe heute bewusst auf einen Eyeliner verzichtet, um den Look einfach so natürlich wie möglich zu halten. Und ich fühle mich absolut wohl bis jetzt damit, aber es fehlt noch etwas auf den Lippen und ich habe schon in den Händen, ich habe hier noch ein Produkt von Shiseido, der Shimmer Gel Gloss und das ist ein Hybrid-Beauty-Produkt, denn es soll eine federleichte Textur haben, die verschmilzt wohl mit der Haut und soll gleichzeitig noch 12 Stunden lang Feuchtigkeit spenden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe hier den Farbton 09 Suishou Lilac und das ist eine ganz besondere Farbe und ich bin sehr gespannt drauf, wie diese Farbe auf den Lippen ausschauen wird. Das ist hier nämlich so ein Fliederton. Ich hoffe, er ist nicht zu stark pigmentiert. Man sieht hier durch die Verpackung durch auch so ein bisschen Schimmerpigmente. Ich glaube, das wird noch sehr gut das Licht reflektieren. Und wir haben hier so eine Kappe drauf. Soll ich mal gucken. Das hat hier so einen Applikator. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da auf Dauer mit klarkommen werde, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich drücke hier mal ein bisschen was hoch. Ich glaube, auch hier mache ich erstmal einen Swatch für euch. Gucken. Okay. Ja, kann man durchaus mit diesem Applikator verteilen, aber von der Farbe bleibt eigentlich nicht viel übrig. Wir gucken uns das jetzt mal auf den Lippen an. Doch so ein bisschen Farbe kommt an. Es ist so ein schöner, kühler Fliederton. Fühlt sich leicht an. Und ich glaube, es fühlt sich irgendwie pflegend tatsächlich an. Der Auftrag mit dem Applikator klappt sogar ganz gut. Ähnlich wie bei einem Lippenpflegestift, würde ich fast sagen. Und dann haben wir jetzt hier einmal das Ergebnis und es klebt nichts. Es fühlt sich im Prinzip an wie so ein Lippenpflegeöl. Es hat keinen Geschmack, keinen Geruch. Sehr angenehm und irgendwie schön und gepflegt. Gefällt mir auch sehr gut. Ich würde mir vielleicht tatsächlich wünschen, dass man noch etwas mehr von diesem Farbton sieht, denn sie haben auch verschiedene Farbtöne, aber vielleicht kann man das auch noch ein bisschen mehr auftragen, dass man dann noch mehr davon sieht. Ich probiere das mal aus. Naja, ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Auch jetzt mit etwas mehr Produkt auf den Lippen fühlt es sich überhaupt nicht schwer oder klebrig an. Also das gefällt mir. Und wenn er wirklich 12 Stunden Feuchtigkeit spendet, ist das für mich auch ein absolutes Highlight. So, ihr Lieben, einmal der fertige Look. Ich bin happy damit. Ich würde so zur Arbeit gehen, rausgehen. Ich fühle mich absolut wohl. Es ist von der Deckkraft für mich völlig ausreichend. Ich mag sogar auch diesen Glow, weiß allerdings nicht, ob mir das so für regelmäßig etwas zu viel wäre. Aber da kann man ja einfach noch mit einem mattierenden Puder sonst auch drüber gehen. Positiv beeindruckt hat mich in jedem Fall die BB-Cream und der Concealer. Der Concealer hält sich wirklich richtig gut, kriegt überhaupt nicht in die Fältchen. Der Blush ist ein Highlight. Allein dieses Auftragerlebnis ist es, was ihn so besonders macht. Der Lipgloss fühlt sich unheimlich schön an auf den Lippen. Und ich finde, so insgesamt ist es. Ja, ich fühle mich einfach wohl damit und das gefällt mir einfach sehr gut. Ich habe jetzt noch eine Überraschung für euch, denn in diesem Video gibt es eine Verlosung. Das habe ich mit Absicht noch nicht verraten, um euch einfach zu überraschen. Ich habe hier schon mal ein paar Produkte drin
Und zwar einmal als Hauptgewinnprodukt von Shiseido diesen schönen Lipgloss, der 12 Stunden Feuchtigkeit spendet im gleichen Farbton. Ich habe ihn einfach zweimal gekauft. Außerdem habe ich hier eine kleine Tube von der Glow Creme drin von Erborian. Dann noch von Shiseido ein Produkt, der Bio Performance Lift Dynamic Cream, damit ihr von der Marke auch nochmal ein pflegendes Produkt ausprobieren könnt. Und dann hatte ich bei meiner Bestellung zwei so Pröbchen auch mitbekommen. Einmal die BB Drops von Erborian und dann noch die Red Pepper Paste Mask. Das packe ich euch mit rein und ich gucke mal noch in meine Verlosungskiste, was ich euch noch Schönes mit dazu packe. In jedem Fall ist das Hauptprodukt das hier, was ihr gewinnen könnt. Und wenn ihr diesen schönen Lipgloss ausprobieren möchtet, nehmt doch sehr gerne einfach an der Verlosung teil. Um daran teilzunehmen, seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt meinem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Hybrid Beauty. Damit weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Und jetzt freue ich mich erstmal auf den Austausch mit euch. Insbesondere interessiert mich natürlich, was ihr zu diesem natürlichen Look sagt, ob euch das gefällt, ob ihr vielleicht auch gerne mehr von so einer Art Schminkvideos sehen möchtet. Schreibt mir das gerne und dann sage ich erstmal herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.